Jo Leute, was geht ab? Ranger Motorsports ist wieder am Start. Heute geht es wieder darum, ein bisschen Optik zu verbessern, bevor es zum kompletten Zusammenbau geht. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was alles ausgebaut wird. Heute wird es hauptsächlich im Video um die Holme gehen mit, weil die Holme neu kommen. Beziehungsweise man kriegt ja keine Holme aktuell neu, außer diese Billigdinger. Und die möchte ich nicht fahren. Dann nehme ich lieber meine Originale. Und da sowieso die Simmerringe neu müssen, weil die undicht sind. Und ich damit nach Robert fahre, habe ich mir gedacht, okay, dann kann man die auch gleich mit pulvern lassen. Und ich schätze mal, wir werden die weiß pulvern. Das heißt, Holme ausbauen, beide Seiten. Dann dazu kommt, weil ich die Holme ausbaue, muss ich natürlich auch wieder den Kühler abbauen, weil ich sonst den Roller nirgends so aufstellen kann, weil ich ihn nicht aufhängen werde. Das heißt, der Kühler muss noch eben kurz mit ab. Dann werden wir noch was Schönes machen. Da ich noch die Zeit habe, werden wir vom Auspuff einmal den Halter abbauen. Der wird auch weiß gepulvert. Und die ESD-Schelle werden wir auch mit abbauen. Und die wird auch gepulvert in weiß. Somit haben wir die Teile auch schon mal weg. Dann werde ich noch den Haltebügel hier hinten. Den werde ich auch noch abbauen, weil der sieht auch nicht mehr so ganz perfekt aus. Den auch einmal im Sand strahlen und dann auch weiß machen. Oder rot. Ich werde mal schauen, was ich mache. Dann ist der auch schon mal weg. Und das war's, glaube ich, schon. Also die Sachen werde ich jetzt abbauen. So, Holme sind ausgebaut. Sahen aus wie Scheiße, weil die ja so undicht sind, die Scheißdinger. Ich habe meine Carbonfolie da schon runtergerissen auf beiden Seiten. Und die jetzt mal mit so einem speziellen Löser eingerieben. Weil die sind sowas von fertig. Die haben es richtig hinter sich. Richtige Schmatze dran auch. Das ganze Öl ist da wahrscheinlich schon raus. Da ist nicht mehr viel drin. Ja, ich mache die jetzt sauber. Und dann zeige ich noch eben den Rest, den ich mit nach Robert nehme. Und dann kann es auch schon losgehen auf die Reise. Dann begebe ich mich zu ihm. So, ich werde euch jetzt zeigen, was ich alles mit nach Robert nehmen werde. Das sind ja einmal die Holme. Habe ich ein bisschen sauber gemacht jetzt. Die kommen da rein. Zack. Dann vom Auspuff habe ich hier einmal die Halterung. Die wird gesandstrahlt und dann Pulver beschichtet. Dann habe ich noch vom ESD die Schelle. Die wollen wir auch Pulver beschichten lassen. Auch in weiß. Gucken, wie das aussieht. Dann kriege ich noch ein Street Fighter Schutzblech. Dafür habe ich mir die passenden Halter gekauft. Sind zwar ziemlich instabil, ich hoffe mal, dass es nachher halten wird, aber die werde ich auf jeden Fall auch pulvern lassen. Wollte ich eben bei Robert versuchen, den Kühler hier noch ein bisschen Sand zu streuen, weil das sieht alles kacke aus. Den sieht man zwar nicht, aber ich möchte das wenigstens einigermaßen clean haben. Vielleicht auch hier mal schauen, was wir da machen können. Und zu guter Letzt habe ich mir noch was richtig Schönes gegönnt. CNC-gefräste Bremspumpen. Damit werde ich nachher Robert fahren. Wir werden mal gucken, was wir da machen. Ob wir die komplett pulvern lassen oder ob wir nur Teile machen. Ich weiß es noch nicht. Weil ich bin mir da ziemlich unsicher, aber wenn man das alles pulvern lässt, das mit den Gelenken hier und so, das wird dann ja alles dicker vom Material her. Ob das geil wird, weiß ich nicht. Deswegen werden wir mal schauen. Oder ich werde vielleicht nur den hier rot machen oder so. Mal gucken. Wir schauen uns das an. Also kommen die auch noch rein. Ich habe ja noch den passenden Karton gleich, dann kann Robert mir das zurückschicken, wenn das fertig ist. Dann verzögert sich das nicht alles so. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bei Robert. So, ein gewaltiger Sprung ist entstanden. Es ist jetzt 2 oder 3 Monate später, ich weiß es gar nicht mehr. Die Teile sind schon wieder da. Ich habe bei Robert nicht mehr gefilmt, weil er an dem Tag auch Geburtstag hatte. Somit filme ich das jetzt einfach nur mal so. Ich zeige euch jetzt, was wir gemacht haben. Also, wie gesagt, es wurde ja gepulvert, ein bisschen gesandstrahlt. Und das Ergebnis wollte ich euch eben mitteilen, weil es kam jetzt ja schon länger nichts mehr auf den Kanal. Das liegt daran, dass ein paar Teile fehlen, da werde ich gleich noch zu kommen. Ich kann nämlich gerade nicht weitermachen, weil mir ein Teil fehlt und durch dieses Teil kann ich nichts zusammenbauen, weil ich sonst nachher wieder alles demontieren muss. Und deswegen dauert das jetzt halt, ist jetzt aber auch egal. Im Winter kann man sowieso nicht fahren. Das heißt, für nächstes Jahr wird dann alles schön vorbereitet. So, ihr seht hier erstmal den schönen R1400 von Stage 6. Ich habe ja gesagt, Halter werden gepulvert in weiß. Haben wir gemacht. Auf Instagram habe ich auch schon ein paar Videos davon gemacht, so kleine Videos. Könnt ihr mir auch gerne folgen sonst. So sieht das hier aus. Schön gepulvert in weiß. Der Haupthalter und der ESD-Halter. Richtig schön geworden, muss ich sagen. Also es wird nachher bestimmt richtig fetzen am Roller. Dieses Weiß. So, das ist der Auspuff. Dann zeige ich euch das nächste.
Dann die Halterung für den Tank hinten, wo die Sozius eigentlich drauf kommt. Die sah auch nicht mehr so top aus. Man sieht sie nachher eigentlich nicht, aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat, ein bisschen was auszubessern, habe ich das da auch hier schön in weiß gemacht. Jetzt kommen wir zu den Holmen. Die hat Robert für mich einmal auseinandergebaut. Ich war dabei. Ich habe da noch nicht so Erfahrung mitgemacht mit Holmen. Hat er mir die eben auseinandergebaut. Wir haben eben nachgeguckt. Vielleicht kann ich noch ein Foto reinmachen. Die sahen sowas von Fratze aus. Ihr glaubt es nicht. Die waren richtig fertig, diese Maringe. Im allgemeinen Zustand war katastrophal. Haben wir auch gepulvert. Schön in weiß. Wir haben noch ein anderes Öl reingemacht. Das heißt, die sind jetzt. Das ist jetzt deutlich härter geworden. Also wir haben anderes Öl reingemacht. Ich glaube, sogar noch ein bisschen mehr hat er reingeschmissen, damit das ein bisschen härter ist. Und zu guter Letzt, ich habe hier noch meine CNC gefrissen Bremspumpen gehabt. Da haben wir uns so entschieden, dass wir nicht alles machen, weil wir wissen nicht, wie das mit den Dichtungen nachher und mit dem ganzen Scheiß hier aussieht. Haben wir einfach dieses Verstellding hier zum Einstellen von dem Bremshebel vom Weg. Das haben wir einmal rot gemacht, von oben und unten. Und halt der Bremsflüssigkeitsbehälter oben drauf, den haben wir auch in Rot gemacht. Somit wird das nachher bestimmt ein schönes Gesamtkonzept geben. Ich bin schon echt gespannt drauf. Ich kann euch mal zeigen, wie das beim Roller aussieht. So, jetzt sind wir hier in der heiligen Halle. Wie man sehen kann, die Sinalco-Kisten sind hier gerade unter meinem Roller, unter der Angel Rocks. Ich musste ihn aufbocken, weil ja die Holme raus mussten. Kann ich ihm zeigen. Die Holme mussten ja raus. Ich werde hier auch noch mal diese kleine Nut werde ich hier noch mal rausschleifen, dass ich ein bisschen mehr mit den Holmen weiter reinkomme, dass es optisch ein bisschen geil aussieht. Deswegen haben wir auch ein bisschen anderes Öl genommen, damit das ein bisschen härter ist, damit ich nicht aufschlage. Ja, Kisten sind hier, wie man sehen kann. In der Stange unterm Rahmen, dass ich den aufbocken konnte, weil ich wollte ihn jetzt nicht nochmal anheben. Deswegen kann ich den Kühler nicht mehr montieren. Ich kann halt gar nichts eigentlich machen gerade. Deswegen dauert das halt so lange. Warum dauert das so lange? Ich wollte eine Bremsscheibe haben. Wegen dem Übeltäter hier. Dauert ja auch immer so lange. Ich wäre schon längst fertig gewesen. In einem Tag ist es eigentlich komplett fertig. Mit 22,2 PS brauche ich keine Bremsscheibe, die so klein ist und die ist auch auf. Deswegen werde ich auf eine 280er umrüsten müssen. Ich möchte aber keine gebrauchte kaufen. Deswegen möchte ich eine neue haben und die sind alle nicht lieferbar, schon seit Monaten. Vielleicht habe ich das Glück, dass in den nächsten Tagen was frei wird. Also, dass da wieder was Neues nachkommt. Dann kann ich das schon mal montieren und dann kann es nämlich mit dem gesamten Umbau wieder fortfahren. Also dann geht es weiter, weil ich muss ja hier auch dann die Magnete reinmachen für ihn hier, für mein Tacho. Das muss ich dann ja auch alles machen und wenn ich das jetzt alles erst wieder zusammenbaue, dann muss ich wieder den Vorderreifen abbauen, dann habe ich die ganze Verkleidung zusammen, das ist alles für den Arsch. Deswegen muss ich es leider so machen. Es dauert jetzt halt länger, mir ist es wie gesagt egal, ich habe keinen Zeitdruck. Ich kann mit dem Roller sowieso nirgendwo fahren dann, vielleicht mal auf der Straße, aber das ist auch alles illegal. Da es sowieso jetzt kalt ist, bringt mir das alles gar nichts, wenn er jetzt fertig wird. Und zum Filmen ist auch alles draußen scheiße. Das Wetter ist katastrophal. Das wird erst im Frühjahr wieder was. Deswegen habe ich da keinen Zeitdruck. Ich werde die Sitzbank noch eben demontieren, weil die hat es auch hinter sich. Durch meine ganzen Abstimmfahrten überall ziemlich schmierig gewesen. Das Ding hat sowieso nur 40 oder 50 € gekostet. Ist jetzt nicht eine gute Verarbeitung. Deswegen werde ich das Ding zu Nogo-Sitze schicken. Und der wird mir da was Feines draus machen. Das werde ich jetzt mal eben demontieren. Und ja, so sieht das aus. Das ist der aktuelle Zustand. Also, ich habe schon ein paar Nachrichten gekriegt, warum gerade nichts mehr kommt oder so. Alles gut. Ich komme nur nicht an Teile und ich möchte keine gebrauchten Teile verbauen. Deswegen zieht sich das jetzt in die Länge, aber macht euch keine Sorgen, der Roller wird fertig und der wird richtig fetzen. Und ich werde auch, das wird wahrscheinlich jetzt das letzte Video sein, könnte ich mir vorstellen, bevor ich das Ding dann komplett vorstellen werde. Also, das soll richtig fetzen. Ich möchte euch überraschen mit dem Umbau. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch nicht gezeigt habe, zumindest nicht auf YouTube.
Kanalmitgliedschaft, wenn ihr die machen wollt. Da wird das Video jetzt auch wieder eine Woche oder 2 Wochen vorher zu sehen sein. Da könnt ihr mich auch drüber unterstützen. Alles, was jetzt mit dem Rabattcode reinkommt aktuell, wird in einen neuen Motorblock reingehen. Wir werden nämlich, oder ich werde auf 100 Kubik umbauen von Stage 6. Wenn es dann so passen sollte, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, also unterstützt mich fleißig mit dem Rabattcode YNJ bei Scooter Attack. 5% könnt ihr dort sparen. Das geht alles an mich. Also alles, was ihr jetzt durch meinen Rabattcode bei Scooter Attack bestellt, wo ihr 5% sparen könnt, werde ich jetzt alles ansparen, um ein neues Projekt aufs Leben zu rufen. Also es wird dann trotzdem noch um den Angelbox gehen, aber vielleicht wird dann noch ein anderer Motor reinkommen, weil ich habe zu viel Geld auf dem Konto, mit dem ich gerade nichts mehr anfangen kann, weil der hier gleich fertig ist. Somit, da wird das Video wieder gecrashed. Ja, schämlich. Ja, ich habe so viel übrig. Ich dachte erst, ich hole mir noch einen alten gebrauchten Roller, den ich dann ein bisschen wieder fertig mache, aber das bringt für mich auch nicht so viel, weil ich dann erstmal viel investieren müsste. Somit denke ich mal, dass wir 100 Kubik Projekt aufbauen werden. Kostet zwar Schweinegeld, aber wenn ihr mich da fleißig unterstützt, das macht ihr aktuell eigentlich ziemlich gut, kann ich mir das gut vorstellen. Ansonsten Leute, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Macht euch keine Sorgen, es geht auf jeden Fall weiter. Das Ding wird fertig und es wird fetzen. Ich verspreche es.